Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christum, wir sind nun in der Reihe die fünf Bücher Mose von Charles Andrew Coates im zweiten Buch Mose, Kapitel 16. In der Wüste Sur gab es kein Wasser. Das war eine Prüfung für das Volk. Und zu Mara fanden sie bitteres Wasser. Durst redet davon, dass der Mensch und sein Innerstes zu befriedigen noch etwas verlangt. Das soll er nun in einer ganz neuen Richtung finden, nämlich in Beziehung zum Willen Gottes und in der Hinnahme von Leiden im Fleische, so dass er nun von der Sünde absteht. In der Wüste Sin handelt es sich nicht um Durst, sondern um Hunger. Die Übung, die uns hier im Bilde entgegentritt, bestand darin, dass sie hienieden bedurften, um einem Pfade des Gehorsams aufrecht zu erwerden. Um einem Pfad des Gehorsams aufrecht erhalten zu werden. Das Löschen des Durstes hat es mit dem Inneren zu tun, sodass man dem Herzen, der Gesinnung und dem Geiste nach in einen befriedigenden Zustand gelangt. Speise jedoch ist die Quelle der Kraft für die Bedürfnisse des Lebens. Sie stellt das wahr dar, was wir zur Nahrung brauchen, damit wir immer fähig sind, die Neuheit des Lebens zu wandeln. Römer 6, Vers 4. Wenn auf dem Pfade des Willens Gottes irgendeine Schwierigkeit entsteht, so neigt das menschliche Herz dazu, die augenblicklichen Umstände dem Überfluss Ägyptens gegenüberzustellen und vergisst dabei, für welch ein Leben allein Ägypten den Unterhalt zu liefern imstande war. In Ägypten konnten sie Gott nicht dienen. Sie waren dort Sklaven in Knechtschaft, die Art Leben, der die Speise Ägyptens diente, bestand in den Lüsten der Menschen und dem Willen der Nationen. 1. Petrus 4, Vers 2 und 3. Diese Art Leben aufrechtzuerhalten, war in jeder Hinsicht Fürsorge getroffen. Das wurde uns sozusagen alles leicht gemacht. Davon konnten die Kinder Israel sagen, als wir bei den Fleischtöpfen Ägypten saßen, als wir Brot aßen, bis zur Sättigung. Vers 3. Wenngleich eine Seele aus dem Einfluss der Gnade hinweg gelangt, so kann sie das wahre Leben des ägyptischen Lebens vergessen. So wie auch die mächtige Befreiung, die Gottes Errettung schuf, und dazu alles das, was die Frucht seines Sieges ist. Zuvor hatten sie anerkannt, erworben und erlöst, ja ein Volk für das Erbteil Jehovas zu sein. Doch wie bald verloren sie das alles aus den Augen. Ihren Gedanken des Unglaubens gemäß waren sie in der Wüste, Sin schlimmer dran als in Ägypten, denn sie sprachen, ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um die ganze Gemeinde Hungers sterben zu lassen. Die Glückseligkeit, Gott zu dienen, kommt für das Fleisch nie in Betracht. Und wenn Kinder Gottes nicht unter dem Einfluss seiner Gnade erhalten werden, so können sie gar leicht in fleischliche Gedanken geraten. Doch Gott lehrt uns in diesen Kapiteln die Unermesslichkeit seiner Gnade, sodass, ob schon in Sur, Sin und Rephidim, auf Seiten des Volkes nichts als Murren zum Vorschein kam, auf Gottes Seite nur Gnade offenbar wurde. Die Antwort, die Gott hier auf ihr Murren gibt, ist, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Er wollte für ihre Aufrechterhaltung sorgen und dabei wollte er sie prüfen, ob sie wirklich in seinem Gesetze wandeln wollten oder nicht. Vers 4. Durch die Erlösung nimmt Gott
sein Volk aus der Welt heraus und bringt es dahin, wo ihm kein seiner alten und gewohnten Stützen zu Gebote stehen. Das wird natürlich empfunden. Es ist eine neue Erfahrung, alles dessen beraubt zu sein, wodurch man aufrechterhalten wurde und worin man Befriedigung fand, und sich in Umständen zu sehen, wo alles von Gott kommen muss. Im wirklichen Leben kommt keiner von uns aus den Umständen Ägypten in die der Wüste ohne Erfahrungen, die uns befähigen, die Geschichte der Kinder Israels zu verstehen. Oder besser gesagt, ihre Geschichte wirft ein sehr klares Licht auf unsere eigenen Übungen und Erfahrungen. In jedem der Fälle ließ sie Jehova die Not empfinden, ehe er ihnen das gab, was sie stillte. Jehova hatte Manna auf sie regnen lassen, damit sie essen und ihnen Himmelsgetreide gegeben. Der Mensch aß Brot der Mächtigen oder Engelspeise, Psalm 78, Vers 24 und 25. Die Engel haben sie sich zu nähren, sie müssen aufrecht erhalten werden. Kein Geschöpf ist sich selbst genug. Sie werden in ihrer Fähigkeit, den Willen Gottes zu tun, durch das aufrechterhalten, wovon sie sich nähren. Psalm 103, Vers 20 und 21 heißt es, seine Engel und ihre Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, Gehorsam der Stimme seines Wortes. Ihr, seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Es scheint demnach, dass Gott mit der Gabe des Manna die Absicht verbahnt, dem Volke eine Speise darzureichen, die sie befähigte, in sittlicher Hinsicht ein ähnliches Leben zu führen wie die Engel. Gottes Wille war von den heiligen Engeln im Himmel ausgeführt, und den Menschen wird Engelsspeise gegeben, damit sie imstande sind, den Willen Gottes auf Erden zu tun. Im Zusammenhang hiermit frei erwähnt, dass in diesem Sinne in Offenbarung 21, Vers 7 eines Menschen und eines Engels Maß dasselbe sind. Das Maß der Engels besteht darin, den Willen Gottes zu tun, und das Maß der Menschen ebenfalls. Und Manna wird gegeben, damit er die Fähigkeit besitze, ihn zu tun. Gottes Wille geschieht im Himmel, und ein Leben vollkommener Gehorsams, ein Leben, das in sittlicher Hinsicht aus dem Himmel war, kam in der Person Jesu, des Sohnes Gottes, hernieder. 1. Korinther 15, Vers 47. Jede Einzelheit in seinem heiligen Leben der Vollkommenheit hienieden, redete von dem, was aus dem Himmel kam. Welch eine Aufgabe ist es für unsere Herzen, sich in das Leben Jesu zu versenken. Das sehen wir, wie die Gnade des Himmels mit jedem Umstand, jeder Einzelheit des Wüstenlebens in Berührung kam. Das Manna war feinkörnig, fein wie der Reif auf der Erde. Das scheint auf die kleinste Einzelheit hinzuweisen, in der die sittliche Schönheit des Willens Gottes mit jedem Umstande der Wüste in dem Leben dieses Gesegneten in Berührung gebracht wurde. Es redet davon, dass die Gnade Christi bis ins Kleinste in jeder Einzelheit der Fläche oder des Angesichts der Wüste zum Ausdruck kommen konnte. Und nun lebt er im Himmel und seinen Heiligen die Quellen der Versorgung mit himmlischer Gnade zu sein, sodass wir durch diese Wüste gehen können, indem wir seinen Fußstapfen nachfolgen und wandeln, wie er wandelte. Meine Gnade ist genug für dich, ist das Manna, 2. Korinther 12, Vers 9. Am Abend, da
werdet ihr erkennen, dass Jehova euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit Jehova sehen, Vers 7. Daran, dass wir erfahren, dass er uns seinen Willen gemäß in der Wüste aufrechterhalten kann, erkennen wir, dass Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat. Darin offenbarte sich seine Herrlichkeit, und zwar in vollkommener Gnade, da er ihr Murren gehört hatte. Er wollte am Abend Fleisch und am Morgen Manna geben. Erst haben wir uns Christum als gestorben zu eigen zu machen, ehe wir uns die Gnade aneignen können, indem er hienieden wandelte und die er uns jetzt vom Himmel uns darreicht. Die Herrlichkeit Jehovas, die sie gegen die Wüste hin sahen, bot ihnen die Gewähr, dass er ihnen Fleisch und Brot geben wollte. Sein Vorhaben war, ihnen beides zu geben. Die Wachteln hier glichen nicht denen in 4. Mose 11, die als Antwort auf die Lust des Volkes gegeben wurden. Hier wurde sowohl das Fleisch als auch das Brot in Gnade gegeben. Am Morgen lag der Tau rings um das Lager, Vers 13. Und wenn des Nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Manna auf ihn herab, Vers 4. Mose 11, Vers 9. Es ist demnach zu beachten, dass das Manna auf den Tau herabfiel. Das scheint darauf hinzudeuten, dass ein erfrischender Einfluss dem Manna den Weg bereitete. In der Schrift wird der Tau oft als eine Quelle der Erfrischung erwähnt. In Hosea 14,5 haben wir ein schönes Bild. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Die Folge davon, dass Jehova für Israel wie der Tau wird, wird ihre geistliche Wiederbelebung sein. Und Fruchtbarkeit und Schönheit wird sie kennzeichnen. Tau ist eine von Gott kommende Erfrischung, die er uns in seiner Unumschränktheit gewährt. Der Prophet sagt, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkindern harrt, Micha 5,6, er fällt still und sanft, während die Menschen schliefen. Es ist sehr kostbar, am Morgen zu erwachen und seine ersten Gedanken dem Herrn zu weihen. Er hat Freude daran, sich selbst und seine Liebe vor unsere Seelen zu stellen, sodass unsere Herzen erfrischt werden. Und das bereitet den Weg auf das Manna. Der Tau schafft eine reine Stätte, worauf das Manna fallen kann. Es kann nicht auf die Erde fallen. Es muss einen zubereiteten Boden finden. Es fällt auf die erfrischenden Herzen des Volkes Gottes. Ein im Sinne geistlichen Zuneigung durch die göttliche Liebe erfrischtes Herz ist für das Manna zubereitet. Solche haben gefunden, dass der Herr ihnen ein Tau ist, und darauf kann das Manna fallen. Wenn meine geistlichen Zuneigungen erfrischt sind, so wünsche ich, für den Willen Gottes hienieden zu sein. Und dann kommt das Manna vom Himmel, um mich auf dem Pfad seines Willens zu unterstützen. Die Quelle, von der Tau kommt, ist die treue Liebe im Herzen des Herrn. Nachdem der ganze Geschichte des Abfalls Israels, wird er ihnen der Tau werden, um ihre Zuneigungen wiederzubeleben und bräutliche Beziehungen wiederherzustellen. Er lässt sich nie von der ersten Liebe abbringen und ist immer bestrebt, uns zu ihr zurückzubringen. Das Sammeln morgen für morgen redet von geistlichem Fleiß. Und der Umstand, dass es auf dem Boden, Vers 14, lag, erforderte, sich beim Sammeln niederzubücken oder zu knien,
eine Haltung, die auf Abhängigkeit hinweist. Paulus redet davon, dass die Umstände für ihn eine Wendung zur Errettung genommen, und zwar durch das Gebet der Philipper und durch die Darreichung des Geistes Jesu Christi, Philipper 1,19. Das gleicht dem Manna sehr, aber es wird nicht ohne Gebet erlangt. Jeder bekam seinen Gomer voll, und da hatte, wer viel gesammelt hatte, nicht übrig, Verse 16 und 18. Es herrschte ein Ebenmaß in der Unterstützung, so dass es keinen Mangel und auch keinen Überschuss gab. Wie bezeichnend ist dies hinsichtlich der gesegneten Gedanken, der Tätigkeit und Verwaltung der Gnade. Es ist für einen jeden die gleiche Fürsorge getroffen. Jeder bekam sein Gomer voll. Der Geist Gottes wendet diesen Grundsatz auf 2. Korinther 8, Vers 14 und 15 auf die zeitlichen Bedürfnisse der Heiligen an. Gottes Grundsatz ist Gleichheit. Er wollte nicht, dass einige im Überfluss lebten, während andere Mangel litten. Wenn Gott die Gnade verwaltet, so ist nicht daran zu denken, dass jemand zu kurz kommt. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu gutem Werke. 2. Korinther 9, Vers 8. Deshalb geschah beim Manna etwas so Wunderbares. Ob jemand viel oder wenig sammelte, sein Gomer war voll. Der Gnade gemäß hat jeder ein volles Maß. Es liegt kein Grund vor, deshalb einer auf dem Pfad des Willens Gottes schwach sein sollte. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Epheser 4, Vers 7. In der Kraft dessen können wir würdig wandeln der Berufung, womit wir berufen worden sind, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Epheser 4, 2. Es ist gut zu sehen, dass einem jeden eine volle Unterstützung an Gnade zuteil wird, sodass wir für den Pfad des Willens Gottes ausgerüstet sind. Wenn wir das nicht sehen, so könnte uns das Bewusstsein unserer Verpflichtungen niederdrücken. Licht verursacht ein Bewusstsein der Verpflichtung, und wenn wir die dem entsprechende Gnade nicht kennen, so wird uns die Verpflichtung gesetzlich und daher drückend. 1. Johannes 5, Vers 3. Wir sollten stark sein in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Das ist das Manna. Manchmal entschuldigen wir uns damit, dass wir sagen, wir seien arme, schwache Geschöpfe. Doch unser Gomer ist voll und wir haben immer nur zu gebrauchen. Und wir haben ihn nur zu gebrauchen. Jedem Heiligen steht ein volles Maß Gnade zur Verfügung, damit ein jeder nach dem Wohlgefallen Gottes wandle. Gott ist der Gott des Maßes, der einem jeden seinen Dienst zuteilt. 2. Korinther 10, Vers 13. Und wir können sagen, dass wir, was die Unterstützung anlangt, die uns befähigt, durch die Wüste zu schreiten, ihn auch hier als den Gott des Maßes sehen. Wenn wir nicht sammeln, was er gibt, so werden wir schwach. Er musste gesammelt werden, ehe die Sonne weiß heiß wurde, Vers 21. Die Sonne stellt die Einflüsse des Tages dar. Und wenn die Heiligen den Tau und das Manna nicht empfangen, ehe die Einflüsse des Tages über sie kommen, so sind sie nicht für die Bedürfnisse des Tages ausgerüstet. Es wäre ein schlimmer Tag für einen Israeliten gewesen, wenn er es verschlafen hätte. Ach, wie oft tun wir dies? Und der Apostel warnt und sagt,
dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlafe aufwachen sein, dass wir auf dem, und der Apostel warnt und sagt, dass die Stunde da ist, dass wir aus dem Schlafe aufgewacht sein sollten. Römer 13, Vers 11. Nichts sollte bis zum Morgen übrig gelassen werden, sonst wuchsen Würmer darin und es ward stinkend. Vers 19 und 20. Wir können wohl der Gnade gedenken, die uns gestern aufrecht erhielt. Aber wenn wir heute keine frische Gnade empfangen, so finden wir, dass alles, das seine lebendige Frische und Nährkraft verloren hat. Das Backen und Kochen, Vers 23, scheint auf die einschlägigen Übungen hinzudeuten, denen zufolge man die Gnade am vorteilhaftesten zu verwerten sucht. Hier finden wir nichts vom Mahlen in Mühlen oder Zerstoßen in Mörsern, wie in 4. Mose 11, Vers 8. Das taten solche, die das Manna verachtet hatten. Sie suchten es dadurch schmackhafter zu machen, weil sie ihren Geschmack am Himmelsgetreibe, Psalm 78, Vers 24, verloren hatten. Ein solcher Zustand findet sich heute vielfach vor. Mit allem, was von Gott und von Christo ist, wird in einer Weise umgegangen, die an es dem Geschmack des Menschen nach dem Fleische anzupassen sucht. Doch es ist sehr ernst zu sehen, dass das Ende davon war, dass der Zorn Jehovas entbrannte und eine große Plage und die Gräber des Gelüstes waren die Folge. 4. Mose 11, Verse 33 bis 34. Doch hier, glaube ich, stellt das Backen und Kochen die rechten geistlichen Fleiß der Seele dar und diese Gnade bestmöglichst nutzbringend zu verwerten. Bei dieser Gelegenheit wird der Sabbat in der Schrift zum zweiten Male erwähnt und seine Beziehung hierzu ist von tiefer Bedeutung und Wichtigkeit. Die erste Erwähnung des Sabbats haben wir in 1. Mose 2, Vers 1 und 3. Dort ist er die Ruhe Gottes nach all seinem Werk, das er gemacht hatte. Doch hier wird der Sabbat einem erlösten Volk gegeben, das durch Brot vom Himmel aufrechterhalten wurde. Nehemia 9, 15, Josua 6, 31 und 32. Weil Jehova euch den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tage Brot für zwei Tage. Vers 29. Das Manna wurde den Kindern Israel dieser Art gegeben, um ihnen die Absicht Jehovas, ihnen einen Ruhetag zu schenken, kundzutun. Sechs Tage lang sollten sie täglich bemüht sein, das Manna zu sammeln. Aber am sechsten Tage wurden ihnen im Blick darauf, dass der siebte Tag durch ruhigen Genuss gekennzeichnet sein sollte, das doppelte Teil gegeben. Es heißt, bleibet ein jeder an seiner Stelle. Niemand gehe am siebten Tage von seinem Orte heraus. Und das Volk ruhte am siebten Tage. Verse 29 und 30. Welch ein schöner Gedanke, dass es durch Gnade das Vorrecht des erlösten Volkes sein sollte, in Ruhe bei Gott zu sein und dass das Manna im Blick auf dieses Ziel gegeben wurde, das ist eine sehr gesegnete und lehrreiche Beziehung. Wir sehen hier ein durch die Gnade, von der das Manna ein Bild ist, aufrechterhaltenes Volk im Einklang mit dem Willen Gottes und nur solche sind es, die die Ruhe, den heiligen Sabbat Jehovas genießen können. Die uns zugänglich gemachte Gnade, die uns befähigt, seinen Willen zu tun, ist uns im Blick darauf gegeben, Teilhaber der Ruhe Gottes zu sein, die er in Christo gefunden hat. Die tägliche Übung und der Fleiß waren, was den Weg Gottes mit seinem Volke anlangt, von Bedeutung. Aber das war nicht sein Ziel. Es geschah nur im Blick darauf,
dass das Volk dem Bilde nach mit Jehova die Glückseligkeit seiner Ruhe in Christo genießen sollte. Er schätzt es, dass sein Volk mit ihm an der vollkommenen Ruhe teilnimmt, die er in Christo gefunden hat. Das Land Kanaan ist ein Bild der Ruhe Gottes. Doch er gab seinem Volke, noch während sie in der Wüste weilten, jede Woche ein kleines Bild von seiner Ruhe. Es ist etwas Wunderbares, durch die Gnade Christi in der Wüste aufrechterhalten zu werden, so dass nichts Gottes Ruhe in seinem Volke stören kann und nichts sein Volk hindert, seine Ruhe in Christo zu genießen. Wir haben einen Platz der Ruhe bei Gott. Und das Manna ist uns nicht nur gegeben, um uns aufrechtzuerhalten, damit wir durch die Wüste gehen können, sondern auch im Blick auf den Genuss jenes Platzes. Jehova sagt von seinen Sabbaten mit Bezug auf Israel: Sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch, bei euren Geschlechtern, ein ewiger Bund, Kapitel 31, Vers 12 bis 17. Und wir wissen, wie viel die Propheten darüber klagten, dass das Volk den Sabbat nicht heiligte. Je mehr wir Fleiß anwenden, das Sabbat zu bekommen und dadurch aufrecht erhalten zu werden, desto fähiger werden wir in geistlicher Hinsicht sein, den Sabbat zu genießen. Dies nicht zu tun, ist ein sehr ernster Verlust für uns und für Gott ein Kummer. Jehova wollte nie, dass das Manna vergessen würde oder etwas Unbekanntes sei. Es sollte allen sichtbar vor dem Zeugnis niedergelegt dastehen. Vers 34. Es ist mir sehr gesegnet, dass die erste Erwähnung des Zeugnisses in Verbindung mit dem Manna geschah. Das zeigt mir, dass das Manna die Speise war, die das Volk in der Wüste im Einklang mit dem Zeugnis aufrechterhielt. Das auf den beiden Steintafeln geschriebene Zeugnis wurde ihnen erst später gegeben, aber Gott hatte es vor sich und hatte im Bilde in dem Manna dafür Fürsorge getroffen, dass das Volk in Übereinstimmung damit sei. Es ist lehrreich zu sehen, dass der Begriff des Zeugnisses zuerst mit göttlicher Hilfe und Fürsorge, nicht mit Forderung und Verbindung gebracht wird. Das Manna sollte für die Geschlechter Israels aufbewahrt werden, denn Jehova hat geboten, damit sie das Brot sehen, womit ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Lande Ägypten herausführte. Vers 32. Es sollte ein beständiges Zeugnis der Gnade und der Treue Jehovas sein, der zur Unterstützung seines Volkes in der Wüste Fürsorge getroffen hatte, damit sie im Einklang mit dem Zeugnis seien, und zwar noch ehe ihnen dieses seiner äußeren Form nach gegeben worden war. Das Manna stellt sinnbildlich Gottes Fürsorge für sein Volk dar, die sie befähigt, hienieden seinem Willen und Wohlgefallen gemäß zu sein und daher auch in Übereinstimmung mit seinem Zeugnis. In Hebräer 9, Vers 4 wird von dem, was in der Bundeslade war, der goldene Krug, der das Manna enthielt, zuerst genannt, dann der Stab Aarons, der gesprost hatte. Auch dieser wurde nach 4. Mose 17,10 vor das Zeugnis gebracht und drittens die Tafeln des Bundes. Im Manna und der Gnade des Priestertums ist dem Bilde nach weitgehend Fürsorge getroffen und uns zu befähigen, mit dem Zeugnis in Einklang zu sein. Christus ist die Quelle seiner und jeder Gnade. Der Gomer umfasst eines Menschenmaß, das heißt das volle Maß der Gnade, sodass ein Mensch hienieden das zum Wohlgefallen Gottes sein kann, was er sein sollte.
Die zwei Steintafeln des Zeugnisses allein hätten nie die Erfüllung dessen gesichert, was sie forderten. Aber das Manna im goldenen Krug war auf alle Geschlechter hin seinem Volke das Zeugnis davon, dass Gott, ehe er je eine Forderung stellte, für alles Fürsorge getroffen hatte. Das Zeugnis war im Herzen Christi, als er hienieden war, und er ist nun die Quelle himmlischer Gnade, damit seine Heiligen in Übereinstimmung mit dem Zeugnis aufrechterhalten werden. Gott hat uns in Christo und in der Gnade, die uns vom Himmel zukommen zu lassen, seine Freude ausmacht, ein volles Maß an Unterstützung gegeben. Keiner kann sagen, dass sein Gomer nicht voll sei, dass er nicht ausreichend bekommen habe, um hienieden den Willen Gottes tun zu können. Wir sollten uns wirklich fragen, ob wir Gebrauch von dem Manna machten. Der Gomer Manna, die Gnade und Unterstützung, die uns Christus so gern zuteil werden lässt, reicht hin, jeden von uns im Einklang mit dem Wohlgefallen Gottes aufrecht zu erhalten. Er lebt in der Höhe, um uns mit alledem auszurüsten, was völlig hinreicht, alle unsere Bedürfnisse zu decken, damit wir imstande sind, den Willen Gottes auszuführen. Und das in jeder Einzelheit. Das Manna befähigt uns, den Sabbat gemeinsam mit Gott zu genießen und im Einklang mit dem Zeugnis zu sein. Das sind die zwei Hauptgegenstände, Hauptgedanken, die in diesem Kapitel entgegentreten. Auf diese Weise kann unsere Wüstenstellung gottgemäß in der Kraft himmlischer Gnade aufrechterhalten werden. Es kann sein, dass ich keinen Gebrauch von der Gnade mache, doch sie ist für mich da. Der Überwinder in Pergamus bekommt das verborgene Manna. In einer Kirche, die in der Welt wohnt und die solche hat, die an der Lehre Baalams festhalten, empfängt der Überwinder ein besonderes Bewusstsein der Unterstützung und Zustimmung Christi. Und die Kinder Israel aßen das Manna 40 Jahre, bis sie in ein bewohntes Land kamen. Vers 35. Es stellt die göttliche Fürsorge auf der ganzen Wüstenreise dar. In Kanaan gab es gelagertes, vorjähriges Korn. Josua 5, Vers 11 und 12. Ein Bild von Christo, dem Verherrlichten, in dem jeder Vorsatz der göttlichen Liebe zur Vollkommenheit und Reife gelangt ist. Das gelagerte Korn, das Land des Landes ist, was den Vorsatz Gottes gemäß, Christus, das liegt außerhalb all der Bedürfnisse der Wüste. Es geht über sie hinaus. Hier will ich folgen, wohin.